Ich schwöre, eines Tages finde ich einen Weg, eure Abwehr zu durchbrechen. Obwohl ihr euch zum Besten von uns ausgebildet habt, ihr seid noch nicht Meister Li persönlich. Aber trotzdem würde ich gern nochmals gegen euch antreten. Was meint ihr? Einen Kampf noch, bevor wir für heute Schluss machen? Lasst uns beginnen. Habt ihr gesehen? Meister Li hat uns beobachtet. Er zeigt es nicht, aber es erfüllt ihn mit Stolz, seinen Schülern beim Training zuzuschauen. Ich lerne bei jedem Treffen etwas dazu, was beweist, dass eine Niederlage der beste Lehrmeister ist. Ich danke dem Himmel, dass sich all die blauen Flecken lohnen. Ihr seid zu gütig, wie immer. Ich bedauere, dass jetzt, wo eure Ausbildung fast beendet ist, für solche Übungskämpfe kaum noch Zeit bleibt. Ich soll euch von Meister Li ausrichten, ihr möchtet bei Gelegenheit zu ihm kommen. Er meinte, ihr könnt euch Zeit lassen damit. Ihr braucht euch also nicht zu beeilen. Er erwähnte extra, dass es keine Eile habe, daher hielt ich es nicht für so wichtig. Außerdem, wer kann einer Chance, mit euch zu üben, schon widerstehen? Ihr habt etwas Zeit, euch umzusehen und mit anderen Schülern zu sprechen. Wenn ihr Lust auf einige Übungsrunden habt, findet ihr beim Meister Lächelnder Berg gewiss ein paar jüngere Schüler. Ich verlasse euch jetzt. Alles Gute, werter Freund. Typisch. Seid ihr jetzt endlich da, um mit Meister Li zu reden, ja? Es wurde auch Zeit. Der alte Mann sitzt da drin und meditiert. Und meine Unterweisung muss warten, bis er euch gesprochen hat. Tatsächlich! Ihr hättet alles fallen lassen, um meinetwillen? Das glaube ich kaum. Ihr seid viel zu wichtig, um euch Gedanken über meine Ausbildung zu machen. Auf jeden Fall hält Meister Li eure Ausbildung für so wichtig, dass er alle anderen links liegen lässt. Da werde wohl auch ich mich voller Ehrfurcht vor euch verbeugen müssen, nicht? Die Antwort auf diese Frage wollt ihr gar nicht wissen. Fragt doch eure Freunde, die euch dauernd die Sandalen lecken. Die werden euch sicher sagen, ich sei bloß eifersüchtig. Lin zum Beispiel. Die würde alles Mögliche sagen, nur um ein albernes, kleines Lächeln von euch zu ernten. Lächerlich. Meister Li will euch sprechen. Tut mir einen Gefallen und geht endlich zu ihm. Vielleicht bekomme ich dann in dieser Schule doch noch so etwas wie eine Ausbildung. Ah, das seid ihr ja, mein Schüler. Ich habe euren Übungskampf gegen Yingwu mit großem Stolz verfolgt.
Ihr habt nahezu alles gelernt, was ihr in der Übungsarena lernen könnt. Ihr seid mein bester Schüler, obwohl ihr als Waisenkind zu mir gekommen seid. Ich hoffe, ich habe euch auf die Last der Verantwortung vorbereitet, die mit euren Fähigkeiten einhergeht. Habt ihr je über eure Zukunft nachgedacht? Ihr habt alle Lektionen abgeschlossen. Vergesst diese Grundlagen nicht, sondern bewahrt sie stets im Herzen. Denkt jedoch daran, dass die Schule kein guter Maßstab eures Könnens ist. Seid stets bereit, noch mehr zu lernen. Als ihr klein wart, seid ihr einmal gefallen und habt euch den Arm verletzt. Ich habe euch getröstet und gesagt, dass kleine Schmerzen zum Lernvorgang gehören. Aber nicht jeder Fehlschlag macht euch klüger. Ihr müsst euch vorsehen. Manchmal lernt man aus einer Niederlage nur, dass man besiegt wurde. Diese Welt ist aus der Balance geraten. Die Geister sind ruhelos. Euch kommt eine Rolle zu, die ich bislang vor euch verborgen habe. Wer die Wichtigkeit seiner Bestimmung verrät, bevor er bereit ist, erleidet oft ein unrühmliches Ende. Die Weisen suchen erst dann Aufmerksamkeit, wenn sie sich ihr stellen können. Die Leute haben Angst. Ich habe auch nicht alle Antworten. Aber ich weiß, dass ihr für das Schicksal vieler von großer Bedeutung sein werdet. An euch wird es sein, sich einem gewaltigen Übel zu stellen. Meister, Meister Li! Warum stört ihr uns? Das sollte besser wichtig sein. Es gibt noch viel zu sagen. Meister, Nio ist gekommen, um mich zu warnen. Am Aussichtspunkt hinter den Feldern hat er ein Boot gesehen. Es waren seltsame Gesetzlose. Sie haben mit irgendetwas auf ihn geschossen. Und Kiamin wurde verletzt. Wo ist sie jetzt? Noch am Aussichtspunkt vor dem Dorf. Nio konnte sie nicht tragen. Bitte kommt, Meister Li! Die Banditen sind noch nicht im Dorf, aber sie könnten jederzeit dort eintreffen. Wir werden unser Gespräch später fortsetzen müssen, mein Schüler. Wie es scheint, gibt es dringendere Angelegenheiten. Ihr werdet noch früh genug kämpfen können. Geht zu Gutschin, dem Waffenmeister. Er hat eine Waffe für euch. Ihr werdet sie schon bald brauchen. Lauft los und macht Morgenstern auf die Gefahr aufmerksam. Ihre Fähigkeiten haben die euren schon immer gut ergänzt, also nehmt sie mit. Bereitet euch auf einen möglichen Angriff vor, während ich mich um meine verletzte Schülerin kümmere. Ich komme so bald wie möglich zurück. Wir setzen unser Gespräch fort, wenn diese Bedrohung vorüber ist. Morgenstern dürfte in ihrem Garten am Eingang der Schule sein. Gutschin ist in seinem Laden beim Dorftor. Geht am Dorfplatz einfach die Treppe hoch. Gut, die Zeit wird kommen, da ihr alles wisst, was ihr wissen müsst. Bewahrt vorerst die Grundlagen im Herzen.
Was suchen Banditen denn in einem verschlafenen Nest wie zwei Ströme? Es wird ein böses Erwachen für sie geben, wenn sie glauben, dass die Schule das Dorf nicht beschützen wird. Manchmal frage ich mich, ob ich bereit bin, mit so fähigen Kämpfern zu lernen, auch wenn ich nur einer der unteren Schüler bin. Ich fühle mich ein wenig einsam, so weit fort von meiner Heimat, der Kaiserstadt. Ihr habt recht. Meister Li hätte mich niemals aufgenommen, wenn er kein Vertrauen in meine Fähigkeiten hätte. Er wägt alles genau ab, bevor er eine Entscheidung trifft. Ich werde eben doppelt so hart trainieren müssen, um einmal an eure Fähigkeiten heranzukommen. Und selbst dann wird es lange dauern, bis ich euch das Wasser reichen kann. Wie lange studiert ihr schon bei Meister Li? Morgenstern und ihr habt schon ein Leben lang bei Meister Li studiert. Er ist streng mit euch, aber sicher wisst ihr auch, wie stolz er auf euch ist. Verzeiht, ich sollte euch nicht mit meinen Fragen belästigen. Kann ich etwas für euch tun? Ich glaube nicht. Vielleicht ist sie in ihrem Garten? Ich kenne sie nicht sehr gut, aber ich habe sie schon oft dort gesehen. Fragt Gao. Ich weiß bloß nicht, ob er euch antworten wird. Ich habe ihn vorhin dort langgehen sehen. Auf Wiedersehen! Banditen kommen hierher? Was suchen die bloß in zwei Ströme? Oh, älterer Schüler. Es kommen nicht viele Leute hier vorbei um diese Tageszeit, also hatten wir gedacht, wir üben vielleicht ein wenig. Möchtet ihr nicht mitmachen? Wir beide könnten gegen euch antreten. Wir könnten sicher viel von euch lernen, bester Schüler. Wir sollten eigentlich weiter üben. Später müssen wir dann noch zum Waffentraining. Vielleicht könnte euch jemand von den anderen helfen. Wen zum Beispiel oder Lin.
Wenn ihr uns beim Üben helfen wollt, indem ihr gegen uns beide kämpft, wäre uns das natürlich eine große Ehre. Oh, wie schön. Wir werden versuchen, euch nicht zu hart anzugehen. Springender Tiger! Genug, das reicht. Ich hätte nie gedacht, dass wir gewinnen, aber es war eine große Ehre, euch entgegentreten zu dürfen. Habt vielen Dank. Wir müssen jetzt gehen. Lächelnder Berg beginnt bald seine Unterweisung und danach haben wir Waffentraining. Was ist los, Morgenstern? Habt ihr Angst, dass Meister Li was merken könnte? Banditen sollen sich dem Dorf nähern. Und ihr belästigt mich mit euren plumpen Annäherungsversuchen? Das sieht euch wieder ähnlich, Gau. Bestimmt eine Taktik, die ihr von eurem verbrecherischen Vater gelernt habt. Sein Name ist Gau der Große. Und er hat mit ein paar zerlumpten Dieben und Sklavenhändlern ein Vermögen gemacht. Wenn euch mein Charme nicht imponiert, kaufe ich euch eben den Boden unter den Füßen weg. Es beeindruckt mich überhaupt nicht, wenn ihr mit dem unverdienten Reichtum eures Vaters protzt, Gau. Das macht euch nur abstoßender. Ihr maßt euch an, was euch nicht zusteht. Sie und ich sprechen über ihre Zukunft. Vielen Dank, Gau. Aber mein Verderben suche ich mir lieber selbst aus. Jetzt geht. Und habt bitte die Güte, mir aus dem Wind zu bleiben. Das werde ich nicht vergessen, Morgenstern. Ihr seid äußerst respektlos. Und ihr ebenfalls. Ihr werdet nicht allen Ruhm einheimsen, wenn es zum Angriff kommt. Wir sind noch nicht fertig. Puh, er ist in jeder Hinsicht Gau der Geringe. Ich dachte, Meister Li erlaubt ihm zu bleiben, damit er dem Einfluss seines Vaters entgegenwirken kann. Aber Gau lernt einfach nicht dazu. Er tut so, als stünde er über Meister Lis Lehren. Reichtum macht wohl eingebildet. Ich bin froh, dass ihr gerade zur rechten Zeit gekommen seid. Ihr habt die richtige Einstellung. Gau könnte viel von euch lernen, wenn er überhaupt von jemandem lernen wollte. Was will Gau der Geringe wohl? Er ist überzeugt, dass er sich alles kaufen kann, selbst Menschen. Sein Vater hat ihn völlig verzogen. Jetzt, wo er endlich weg ist, würde ich lieber über etwas anderes sprechen. Was möchtet ihr? Ja, er hat mir gesagt, dass ihr kommt. Er ist eben mit Zipat hier vorbeigekommen, um Kiamin zu helfen. Merkwürdig, dass einfache Banditen einen solchen Überfall verüben. Meister Li war besorgt, dass das eure Ausbildung stören könnte. Seine Anerkennung eures Potenzials ist einfach so absolut.
Hat er euch mehr über eure Zukunft erzählt? Nur was Meister Li euch bereits erzählt hat, dass ihr für große Dinge bestimmt seid, diese aber selbst entdecken müsst. Diese Antwort muss so unbefriedigend, aber auch aufregend sein. Das ist nicht das Gleiche. Euch sind große Dinge bestimmt, auch wenn ihr sie noch nicht kennt. Meine Fähigkeiten werden stets dunkler sein. Ich kann ins Geisterhafte blicken. Eine Fähigkeit, die gewisse Einsichten gewährt. Aber letztlich scheint sie nur dazu gut zu sein, mich nachts wach zu halten. Ich habe Meister Li geholfen, die Unruhe zu entdecken, die unsere Zukunft zu prägen scheint. Aber ich sehe nur Probleme, während es euch bestimmt ist, Lösungen zu finden. Darum beneide ich euch. Freut mich. Ihr habt immer mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden. Wie sagt Meister Li doch gleich, dass ihr die Grundlagen im Herzen bewahren sollt. Gehen wir zu Gujins Werkstatt und holen eure Waffe ab. Es sollte nicht allzu schwer sein, einfache Banditen abzuwehren. Sie sind dumm, einen solchen Angriff zu versuchen. Gerne. Auch eine kleine Reise ist in guter Gesellschaft angenehmer. Nettes kleines Dorf habt ihr hier. Nicht viele Wachen, stimmt's? Wie sieht's mit Vorräten aus? Ich weiß es nicht. Warum stellt ihr mir all diese Fragen? Dieses Dorf ist nicht gut bewacht. Los, fangen wir an zu plündern, solange das Beste noch da ist. Ihr habt recht, lohnt sich kaum. Unglaublich, dass sie schon hier sind. Schnell, wir brauchen eure Waffe. Gujin dürfte in seinem Laden nördlich der Haupttreppe sein. Was wollen die Banditen denn hier in zwei Ströme? Mir sitzt der Schock so in den... Was wollen die Banditen denn hier in zwei... Mir sitzt der Schock so in den Knochen. Ich finde gar keine Worte, bitte. Ihr müsst uns beschützen. Ich habe einen furchtbaren Schrei gehört. Sind die Banditen schon da?
Banditen, hä? Ach, die kriege ich alle Tage zu sehen. Soll ruhig mal jemand anderes Spaß damit haben. Ich kann das Tor doch nicht unbeaufsichtigt lassen. Wer weiß, vielleicht schleichen sie sich sonst hier durch. Ah, nein, bitte! Ich kann gar nicht kämpfen. Ich hatte bloß keine Lust, mein Leben lang Steine aus dem Feld meines Großvaters zu klauben. Das Tor zu bewachen schien einfach zu sein. Wer konnte schon ahnen, dass tatsächlich Banditen kommen? Bitte, mach, dass sie mir nichts tun! Bitte, bitte! Vanurg api hier, Gwanuk tatasi hier, wo war kopa wognir ni usuta? Einen schönen Tag wünsche ich euch, Waffenmeister. Wo war wolk wir von ihr sisav, ihr onwen fiers rustab? Wo kommt ihr hier, sun pu no su ukot? Wo tarave ihr koktoptier? Sav ihr navokork avoktier? Wo paner ni sav ihr pan? Sav da av so ni volk ihr von ihr sknon hi? Wo jakoptier ihr? Ukir, aja ihr wo weir? Aber wenn es euch lieber ist, ich muss nicht unbedingt Tufan sprechen. Also, was führt euch zu mir? Was? Sicher habt ihr sie das Fürchten gelehrt und werdet dem Rest einen würdigen Empfang bereiten. Aber verlieren wir keine Zeit. Morgenstern, ich habe euch gestern beim Üben mit dem neuen Schwert beobachtet und ich muss sagen, ihr habt das gut gemacht. Ich möchte, dass ihr es behaltet. Das ist eine große Ehre für mich. Eine gute Waffe ist das kostbarste Gut jedes wahren Kriegers. Ihr wisst, dass ihr als kleines Kind mit Meister Li hierher gekommen seid. Ich kam wenig später und habe seitdem eine Waffe für euch aufbewahrt. Naja, eigentlich sogar zwei. Aber ihr müsst euch eine davon aussuchen. Meister Li möchte, dass ihr euch ganz auf eure erste Waffe konzentriert. Irgendetwas? Alles! Ich weiß nicht, wo euer Meister sie aufgetrieben hat, aber er hat mir die Ehre erwiesen, zwei legendäre Waffen in meiner Obhut zu lassen. Ihr könnt euch entweder mit dem legendären Langschwert Günstling des Glücks bewaffnen oder mit dem berühmten Stab Goldstern. Es heißt, dass diese Klinge in der Schmiede von Lächelndes Glück entstanden ist, dem Schmied der Götter. Sie wurde für seinen Sohn hergestellt, geriet schließlich aber in die Hände der Menschen. Wie euer Meister daran gekommen ist, kann ich nicht sagen, aber wenn ihr wollt, gehört dieses alte Langschwert euch. Wie man sagt, wurde Goldstern als Geschenk für einen Wassergeist im Seidenraupenfluss angefertigt. Ein junger Adeliger überzeugte die große östliche Schlange, ihn zu den Sternen zu fliegen, wo er diesen Stab in einen Kometenschweif hielt.
Mag sein, dass sich das jemand nur ausgedacht hat, aber dieser Stab ist echt. Er ist enorm hart und erlaubt es, Gegner auf Distanz zu halten. Eure Feinde werden schlottern, wenn sie ihn in euren Händen sehen. Ich fürchte, nein. Sie wäre noch nicht richtig bereit dafür, eine solche Waffe zu benutzen. Ich erkläre euch gleich, warum. Vorerst genügt es, wenn ich sage, dass nur wenige Leute den Fokus im Kampf so gut beherrschen wie ihr. Mit der Zeit wird auch Morgenstern mit einer solchen Waffe zurechtkommen. Aber vergesst das Schwert nicht, das ich ihr gegeben habe. Meister Li wollte, dass sie die schärfste Klinge bekommt, die ich auftreiben kann. Wie man sagt, mag. Ihr habt euch die Waffe wohl verdient und ihr werdet sie brauchen gegen diese Banditen. Solltet ihr merken, dass ihr nicht wirklich zufrieden seid, damit kommt wieder, wenn ihr mit den Banditen fertig seid. Ihr solltet noch etwas wissen. Diese Waffen schlagen mit tödlicher Präzision zu. Um sie sicher handhaben zu können, muss man jede Bewegung mit hoher Konzentration ausführen. Meister Li hat euch so unterwiesen, dass ihr für diese Art Waffe bereit seid und die Belastung nicht zu groß ist. Trotzdem werdet ihr mit der Zeit müde. Das solltet ihr. Bis Meister Li zurück ist, werden diese Leute sich auf eure Führung verlassen. Ich weiß, ihr werdet eure Sache gut machen. Älterer Schüler? Oh, bitte verzeiht, Waffenmeister, ich wollte nicht stören. Beruhigt euch, Schüler. Warum seid ihr denn so aufgeregt? Die Banditen. Man hat sie schon unten am Ufer gesichtet und jetzt sind sie gerade auf dem Weg ins Dorf. Meister Li ist noch nicht mit Kiamin zurück. Sicher wird er bald kommen, aber bis er wieder da ist, brauchen wir eure Hilfe. Ich laufe zur Schule und verriegele das Tor. Geht hinunter zum Ufer und zeigt es diesen Banditen. Ich weiß, ihr könnt das. Gut gemacht, Junge. Jetzt geht zurück zur Schule. Ich bin sicher, eure Freunde haben ein paar neue Waffen, die sie unbedingt ausprobieren möchten. Springender Tiger! Hilfe! Zu Hilfe! Das ganze Ufer ist voll von ihnen! Banditen!
Ich kann im Osten Kampflärm hören. Wir müssen diese Banditen vom Strand vertreiben. Dem Himmel sei Dank, dass ihr gekommen seid. Das sind ja Bestien. Die Schule wurde wegen des Banditenangriffs geschlossen. Ihr werdet mit den Banditen kämpfen müssen, während ich warten soll, bis Meister Li mit der verletzten Schülerin Kiamin zurückkehrt. Ich werde es versuchen. Eins von diesen nutzlosen Dörfern. Ich werde unsere Vorräte auffrischen und anderswo weitersuchen. Euch muss ich natürlich alle töten. Springender Tiger! Wieder! Springender Tiger, stark! Vorsicht! Kanonenfeuer!
hängender Tiger. Springender Tiger! Wer seid ihr? Jemanden mit euren Fähigkeiten würde man in diesem winzigen Dorf nicht erwarten. Aber ihr habt doch etwas Seltsames an euch. Vielleicht nur eine Laune der Natur. Oder aber ein Hinweis auf denjenigen, den ich suche. Stellen wir euch auf die Probe. Diese Söldner sind nicht die einzigen Schrecken, die ich befehlige. Mal sehen, wie ihr hiermit fertig werdet. Beachtlich. Ich war wohl eindeutig zu nachlässig bei meiner Suche. In diesem Dorf wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Was immer ihr zu verbergen habt, ich werde es finden. Ich habe genug von euren Fähigkeiten gesehen. Ihr werdet jetzt sterben, damit ihr mir später nicht in die Quere kommt. Ihr! Gut gekämpft, mein Schüler. Aber gegen einen solchen Gegner kann ich euch noch nicht antreten lassen. Unfassbar!
An einem so bescheidenen Ort hätten wir euch nie vermutet. Wir hatten eine Armee erwartet. Eure Strategie ist makellos, wie immer. Ihr seid am Ende eurer Suche angekommen, Assassine. Aber niemand wird von eurem Erfolg hören. Meine Vergangenheit hat mich anscheinend eingeholt, und ihr werdet nun darin verwickelt. Ihr seid weit früher mit euren ersten Geistergegnern konfrontiert worden, als ich es vorhatte. Morgenstern kann euch mehr über solche Kreaturen erklären. Ich muss gehen und mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit, aber vielleicht seid ihr ja bereit. Dankt mir nicht zu voreilig. Zu diesem Angriff kam es nur wegen mir. Ihr solltet davon noch nichts erfahren, aber jetzt geht es nicht anders. Ich erkläre euch alles, wenn ihr zur Schule kommt. Ihr habt euch gut geschlagen, aber es steht euch noch einiges bevor. Kümmert euch um eure Mitschüler und die Dörfler und kommt danach zu mir in die Schule. Wir haben viel zu besprechen. Wir haben gut gegen diese Banditen gekämpft, aber mir war nicht klar, wie mächtig Meister Li tatsächlich ist. Er hat dieses Schiff problemlos zerstören können. Das ist so verwirrend. Meister Li hat gesagt, ich könne das Wesen von Seelen erklären, aber diese waren anders. Der Magier hat sie gezwungen zu erscheinen, wie losgelassene wilde Hunde. So viele Geister scheinen umherzuirren. Als ob ihnen der Weg zur Ruhe verwehrt bliebe. Ich dachte, sie seien nicht gefährlich, aber die Geister am Strand, ich konnte spüren, dass sie den Verstand verloren hatten. Sie sind mit der Zeit wahnsinnig geworden.
Ihr habt sie im Kampf besiegt und zerstreut. Sie werden lange brauchen, um ihre Form wieder zu erlangen. Ich hoffe, sie haben nun eine Art Frieden gefunden. Es gibt so vieles, das mir Sorgen bereitet. Ich war schon wegen der Banditen besorgt. Und jetzt treten Gefahren auf, die wir nicht einmal kannten. Meister Li hat diesen Magier als Assassinen bezeichnet. Assassinen greifen nicht willkürlich an. Sie haben ein ganz bestimmtes Ziel. Ich will nicht, dass diesem Dorf etwas zustößt. Es ist mein Zuhause. Namen oder Titel beruhen oft auf besonderen Ereignissen oder Fähigkeiten. Mein Name wurde mir offenbar wegen eines roten Leuchtens gegeben, das am Tag meiner Geburt gegenüber der Morgensonne zu sehen war. Mehr weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur, dass ich viel unterwegs war. Und aus irgendeinem Grund wirkten die Gewänder dieses Magiers seltsam vertraut. Ich kann nicht sagen, warum. Ich bin sicher, es steckt gar nichts dahinter. Meine Kindheitserinnerungen spielen mir nur einen Streich. Da Bilder aus dem Geisterreich in meine Gedanken strömen, hätte ich sie überall sehen können. An besondere Begebenheiten kann ich mich nicht erinnern, aber ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Wer den Anschein erweckt, die Toten nicht friedlich ruhen zu lassen, wird von den Leuten nicht besonders freundlich aufgenommen. Meister Li hat gesagt, dass ich von einem besorgten Freund hierher gebracht wurde, der mich von noch jemand anderem in Empfang genommen hatte. Diese Person wollte, dass ich sicher bin, konnte aber nicht selbst dafür sorgen. Meister Li weiß nicht, wer dieser andere war oder wovor ich beschützt werden sollte. Er versprach, der Sache auf den Grund zu gehen, hatte aber nicht die Zeit dazu. Eure Ausbildung hatte Vorrang. Meine Fähigkeiten sind nur eine Merkwürdigkeit am Rande. Ihr seid hier der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und das ist mir auch lieber so. Ich kann einfach nur da sein. Ihr spielt schon wieder mit Worten. Ich bin nie sicher, ob ihr es ernst meint oder scherzt. Oder wie ich darauf reagieren soll. Vielen Dank für dieses Gespräch. Die Ereignisse am Strand haben mich beunruhigt. Aber ihr hält meine Stimmung immer auf. Widmen wir uns wieder der anstehenden Aufgabe. Nun ja, wir waren bereits bei Guqin, der früher irgendwo im Westen zur Wache gehörte, wie es heißt. Der alte Ming hat immer eine Geschichte zu erzählen und er ist meist bei der Statue am Strand. Den Kaufmann Fendo findet ihr auf dem Dorfplatz. Er sagt jetzt schon seit Wochen, dass jeden Tag neue Waren eintreffen müssten. Oh, wenn es um Übungskämpfe oder die Philosophie der Kampfkunst geht, solltet ihr Lächelnder Berg aufsuchen. Er ist hinter dem Ring bei den Schülerquartieren und kann einen immer aufmuntern. Ich will gar nicht so sehr daran denken. Das Ski zu nutzen, fällt mir nicht so leicht wie euch. Die Dinge, die ich tue, sind anders. Ich kann Geistergestalten sehen und merkwürdiges Geflüster hören. Meister Li war davon überrascht, aber er hatte keine Zeit, es näher zu untersuchen. Eure Ausbildung war sein oberstes Anliegen. Ich hoffe nur, meine Fähigkeiten sind noch zu mehr Nutze, als mich nachts wach zu halten. Könnten wir jetzt über etwas anderes sprechen? Wir alle sind Wesen mit Seelen. Wenn wir sterben, lösen sich unsere Seelen, um den Weg in die Unterwelt zu suchen. Diese Reise erleichtert den Übergang vom Leben zum Tod.
Wenn ihre Zeit unter den Lebenden sorgenreich oder schmerzhaft war, verirren sich Seelen gelegentlich. Sie können fast lebendig wirken und werden irrtümlich oft für lebende Wesen gehalten. Gewöhnlich erscheinen sie nur für kurze Zeit. Sie sagen, was sie loswerden möchten, und werden dann zur Unterwelt gezogen. Ich weiß es nicht. Um derlei Dinge herauszufinden, ziehen sich alte Männer auf einen Berg zurück. Manche meinen, man werde dort gerichtet. Vielleicht hat es mit der Reinkarnation zu tun. Man sollte annehmen, wir könnten einfach die Seelen selbst fragen. Aber wenn wir nicht einmal unsere eigenen Antworten richtig verstehen, wie sollen wir dann ihre ergründen? Verlief das Leben eines Menschen besonders traumatisch, kann seine Seele für lange Zeit den Weg verlieren. Sie wird vielleicht verrückt, weil sie in der Welt der Lebenden gefangen ist. Verrückte Seelen verändern sich. Sie verlieren ihre Verbindung zur Welt der Lebenden und beginnen, dunklere Gefühle zu verströmen. Sie können sehr gefährlich sein. Von ihnen habe ich nur Andeutungen gesehen, aber das reicht. Was uns bevorstehen könnte, macht mir große Sorgen. Dann sollten wir zu Meister Li zurückkehren, damit er mit euch über diesen Angriff sprechen kann. Wonaka Pirsari Awaf, von Sir Surufus Isinosaurus Usuno. Taui ihr Kuana ihr Sunir Ipoki. Nalaro, na Pirapilni, Niktakatasi. Unikasurir Kwana no Kuni Ugnawata ir Niknipir. Ikir Niktine Piru, wo Iferek Ugsun Puno. Unikasurir Kwana no Kuni Ugnawata ir Niknipir. Jukut ni kung uno sa ir son kudnoka ugyorir. Ir soni ir unikasurir kwanano ir usoana da hoki. Wo ananiya ifuwir uk sonaruk noka uk snapir. Ikir niktine piru, wo iferek uk son puno. Sata taui ir, wo nawa fu kuno su kut nia awafawa ir sutok. Sairos tiusyot, saru rasipa yukal iras napso aku. Nararo, na pirapirni, niktakatasi. Ikir niktine piru, wo iferek uk sun puno. Sadakwa ir nikarwa fan. Nararo, na pirapirni, niktakatasi. Kunir fuk no sankud na no wana nyapir, isana yuyo.
Sanko Nirpuk no Sankud Nano Wana Nabir. Isana Yuyo. Wo Ananiya Ifewir Uk Sonaruk Noka Uk Snapir. Wo Nikasurir Kwana no Kuni Uk Nawata Ir Nik Nipir. No will na no ba irsu. Isana yuyo, ko nirfuk no sankud na no wana nabir. Wo soki po wir ukar so wiro. Niato wo no napadi iro vir. Ko ni uk na wata ir. Sier, sier, tintu, funje wo 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 sie wo ta hufu. Wo wo sun ponunok, ja papap na sier wir sa je uod. Ananiya ifewir uk sonaruk noka uk snapir. Yukut ni kunk uno sa ir son kut noka uk yorir. Un nikasurir kwana no kuni uk nawata ir nik nipir. Ikir nik tine piru, wo ifirek uk son puno. Sa ir jagoak, kokonato si ir ipano niniku. Niato u nonapadi iruvir, kuni uk nawata ir. Nirfuk no sankud na no wana nabir. Isana yuyo. Irkana. Un nikasuri irkwana no kasa ir iruru. Yukut nikunk uno sa ir sankud no ka ugyorir. Nirfuk no sankud na no wana nabir. Isana yuyo. Un nikasuri ir kwana no kuni uk nawata ir nik nipir. Nirfuk no sankud na no wana nabir. Osinsu kokopir fuku. Sa ir jagoak, kokonato si ir ipanoniniku. Wo ananiya ifewir uk sonaruk noka uk snapir. Ikir nik tine piru, wo ifirek uk son puno. Uk sasa sarana fuk no, rik ni uk ni akawa ni rapani.
sun punono, ja papat nasia wir sa ye wuth. Konir fuk. Du kotro tuaso. Ich bin froh, dass ihr und Meister Lee rechtzeitig zur Stelle wart. Mein Vater war zur Schule gelaufen, um Hilfe zu holen. Hat auch er überlebt? Er ist tot? Nein, nein. Dieses Dorf war seine Heimat. Es ist eine Schande, dass er so gestorben ist. Hoffentlich kann Meister Lee etwas Licht in die Sache bringen. Ein Magier? Hier bei uns? Morgenstern, da seid ihr ja. Ich weiß, wir haben seit einiger Zeit nicht miteinander gesprochen. Ich habe ihn letzte Nacht wieder gesehen und mich an eure Worte erinnert. Ich hatte nicht so viel Angst. Ich bin froh darüber, Frau Young. Er wirkte friedlich, wenn auch etwas verloren. Verzeiht bitte, dass ich euch gestört habe und was ich damals gesagt habe. Erinnert ihr euch an Yongjin, ihren Sohn? Er ist letztes Jahr ertrunken, weil sie ein Tau nicht fest genug verknotet hatte. Bedauernswerter Unfall. Ich habe seinen Geist gesehen und es ihr gesagt. Sie dachte, ich rufe Geister herbei. Manche Geister kehren zurück, weil sie etwas richtigstellen wollen, das sie im Leben wie im Tod gestört hat. Sie sind völlig darauf konzentriert. Ist die Sache bereinigt, finden sie Frieden. So sollte es zumindest sein. Yins Geist hat seiner Mutter gesagt, dass sie keine Schuld hatte. Jetzt wandert er zwischen den Welten und der Weg in die nächste ist ihm versperrt. Unruhige Geister können für kurze Zeit Ruhe finden. Aber bevor das größere Problem nicht behoben ist, scheinen alle Toten dazu verdammt, herumzuirren bis zum Wahnsinn. Es tut mir leid. Es ist eine schwierige Geschichte. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie es bestimmte Leute beeinflusst. Ich weiß immer noch nicht, ob es richtig war, Frau Young von ihrem Sohn zu erzählen. Ich weiß nicht. Die Leute wollen in ihrer Trauer am liebsten nicht gestört werden. Ich denke, es ist leichter, sich mit Schuld abzufinden, als mit dem Schicksal. Kommt, gehen wir nachsehen, ob mit den Schülern alles in Ordnung ist. Meister Lee wartet sicher schon. Diese Banditen werden es sich gut überlegen, bevor sie ein Dorf bedrohen, das von einem Mann wie Meister Lee beschützt wird. Sie sind Narren, dass sie überhaupt gekommen sind. Zu dumm, dass ihr Schiff gesunken ist. Überlegt doch nur, was wir mit ihrer Beute hätten anfangen können. Ach ja, wieder mal eine verpasste Gelegenheit. In diesem Städtchen muss ein Händler jeden im Auge behalten, der mehr als ein Silberstück besitzt. Das Geschäft ist seit der großen Dürre nicht mehr so schleppend gelaufen. Euer Meister hält die Dinge geradezu lachhaft stabil. Aber nur Konflikte und Zwietracht beleben das Geschäft. Während der großen Dürre schossen die Preise in den Himmel wie Feuerwerkskörper. Mit Vergnügen. Warum die Zeit mit meinen Klagen vertrödeln, wenn das liebe Silber ausgegeben werden will?
Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann in einem Dorf, das sein Silber lieber für sich behält. Eines Tages werden die Götter mein Leid bemerken und mich in ihre Ränge aufnehmen. Schaut gern wieder herein, wenn das Gewicht eures Silbers euch hinderlich wird. Bin jederzeit für euch da. Guckt mal, Kameraden, wir kriegen Besuch. Ist das nicht der Bursche, über den Gau der Geringe immer so schimpfen tut? Glaub schon, los. Dem zeigen wir erstmal, wie man sich benimmt, wenn so ein großer Mann wie Gau in der Nähe ist. Gar nirgends gehst du hin. Erst kriegst du ein bisschen Respekt eingebläut. Gau gibt uns einen fetten Batzen Silber dafür. Springender Tiefen. Ihr könnt meine Seele nicht bezwingen. Ich brauche Heilung. Wer war der Mann, der die Banditen angeführt hat? Der war furchtbar gruselig. Ich habe gehört, wie ihr euch gegen die Banditen im Dorf geschlagen habt. Viele Leute sind beeindruckt, aber ich habe nicht weniger erwartet. Gegen grobe Banditen reichen eure Fähigkeiten allemal aus. Ich weiß, dass ihr nicht viel Zeit für einfache Trainingskämpfe hattet. Sehr schade, denn eure Mitschüler hätten von eurer Erfahrung profitieren können. Von starken Gegnern lernt man am meisten. Ach ja, das Training. Seit einiger Zeit biete ich Schülern gegen eine geringe Gebühr an, sie durch eine kurze Folge von Übungen zu führen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Die Lektionen, die ihr von mir oder anderen Lehrmeistern lernt, bleiben euch erhalten. Sie helfen euch, stärker zu werden, euren Geist und eure Magie besser zu bündeln. Schauen wir mal, was ihr lernen könnt.
Wenn man Gao so reden hört, könnte man meinen, er hätte die Banditen ganz allein in die Flucht geschlagen. Aber ich weiß, dass ihr die meisten der Gegner erledigt habt. Zu schade, dass ich hier auf die jüngeren Schüler Acht geben musste. Ich hätte gern gesehen, wie Meister Li diesen Magier besiegt hat. Wir haben nur selten Gelegenheit, die wahren Fähigkeiten unseres Meisters zu erleben. Wenn ich mich nicht täusche, ist eure Ausbildung hier fast abgeschlossen. Ich frage mich, wer nach euch unser neues Vorbild werden wird. Ich werde es ganz bestimmt nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Meister Li den anderen je sagen wird, folgt Lins Beispiel in allen Bereichen eures Lebens. Eher schon das genaue Gegenteil. Das klingt logisch. Habt ihr euer Leben nach diesem Grundsatz gelebt? Wenn ja, dann scheint es eine erfolgversprechende Einstellung zu sein. Ihr könntet mir natürlich auch nur Honig um den Mund schmieren. Dabei macht es viel mehr Spaß, ihn an anderen Stellen zu verstreichen. Lin, ihr seid einfach unverbesserlich. Vielleicht sollte ich mehr üben und weniger darüber grübeln, was die anderen von mir denken. Sonst werde ich nie gut genug, um euch eines Tages zu besiegen, nicht wahr? Außerdem gibt es wohl wichtigere Dinge, über die man sich Sorgen machen sollte. Diese Geschichten über Geister, die man im Moment überall hört, sind wirklich faszinierend. Ihr glaubt, dass ich hinter ihrem Rücken über die anderen rede? Ihr habt zwar recht, aber ich möchte nicht, dass man mich für eine Klatschbase hält. Auch wenn ich genau das bin. Die wichtigsten Schüler? Es gibt nur einen wichtigen Schüler hier. Und der seid ihr. Alle anderen, selbst Morgenstern, stehen hinter euch und eurem angeblich großen Schicksal zurück. Nicht, dass ihr all die Aufmerksamkeit nicht verdient hättet. Ich würde euch sogar hemmungslos schöne Augen machen, wenn ihr nicht so fixiert auf das wärt, was Meister Li mit euch vorhat, was auch immer es sein mag. Allerdings ruft all das auch Neid hervor. Selbst Gao muss sich euch unterordnen und er hasst es, wenn nicht alle Aufmerksamkeit auf ihm ruht. Ich kenne ihn nicht besser als ihr. Er ist der Sohn eines reichen Händlers und durchaus attraktiv. Allerdings umgibt ihn seine Überheblichkeit wie ein Schwarm Schmeißfliegen. Ich habe gehört, dass er seinem Vater sehr ähnlich sein soll. Gao der Große und Gao der Geringe. Ich wäre nicht gerne ein Teil dieser Familie. Was soll ich euch über Morgenstern erzählen? Ihr kennt sie doch besser als irgendjemand sonst. Ihr seid doch praktisch gemeinsam aufgewachsen. Ehrlich gesagt, ich glaube, sie ist sogar ein bisschen verliebt in euch. Habt ihr nicht bemerkt, dass sie in letzter Zeit weniger Bereitschaft gezeigt hat, mit euch zu trainieren? Lin, da liegt ihr völlig falsch. Der Grund ist schlicht und ergreifend, dass ich nicht stören will. Oh, tut mir leid, Morgenstern. Ich bin sicher, ihr wisst das am besten. Vielleicht ist das ja der Grund, warum ihr euch so gut mit ihr versteht. Möglicherweise passt ihr Gespür für Geister und dergleichen gut zu dem großen Schicksal, das Meister Li für euch sieht. Ja, was wollt ihr damit sagen? Ich habe nichts gegen euch, aber einige der Dinge, die ihr zu sehen behauptet, das scheint mir einfach unmöglich zu sein. Ich weiß, dass Geister existieren, aber warum sollte sie spüren können und ich nicht? Was ist an ihr so besonders? Meister Li gibt sich zwar Mühe, es nicht zu zeigen, aber ihr beiden nehmt offensichtlich einen besonderen Platz in seinem Herzen ein. Das ist sicher nicht ganz einfach zu verkraften, könnte ich mir denken, selbst wenn ich noch nicht so lange hier bin wie ihr. Ihr wisst, was so geredet wird. Meister Li glaubt, dass ihr etwas Besonderes seid. Den Grund dafür behält er allerdings für sich. Ich finde, das macht euch interessant.
Andere empfinden das jedoch als nicht so faszinierend wie ich. Einige glauben sogar, dass dadurch ihre Leistungen geschmälert werden. Gao natürlich. Ihr wisst, dass er euch nicht leiden kann. Das war schon immer so. Und wenn Meister Li ihm sagt, dass er sich euch als Vorbild nehmen soll, macht das alles nur noch schlimmer. Wie ihr wollt. Was möchtet ihr wissen? Ich bin sicher, ihr habt meine kleinen Launen inzwischen fast alle durchschaut. Ich bin ja schon ein paar Jahre hier. Ich war nicht die zarte Blume, die sich meine Familie gewünscht hatte. Meine Eltern waren der Meinung, dass die Schule meinen Geist zügeln würde. Aber Meister Li hat mir beigebracht, mich zu sammeln. Ich habe hier viele Fähigkeiten erlernt und nur für die wenigsten ist ein zartes Wesen vonnöten. Was ich dann tun werde? Ich habe darüber eigentlich noch nie nachgedacht. Ich werde aber ganz sicher nicht zu meiner Familie zurückkehren. Dort ist kein Platz mehr für mich. Ich könnte vielleicht eine Gelehrte werden, wenn ich mich denn durch die Bücher kämpfen kann. Möglicherweise werde ich auch die Kaiserstadt besuchen. Ich möchte sie zumindest einmal in meinem Leben sehen. Ihr wollt schon gehen? Na, dann werde ich eben weiter üben. Ich hoffe, die Banditen haben euch bei dem Angriff nicht verletzt. Es heißt, ihr habt tapfer gekämpft. Ihr seid der Held des Tages. Gao behauptet zwar, er hätte die meisten Banditen besiegt, aber die anderen sagen, ihr hättet den Hauptangriff abgewehrt. Zum Glück wart ihr zur Stelle, denn durch meine Unachtsamkeit war Meister Li gezwungen, mir zu Hilfe zu kommen. Und obendrein habe ich mir noch eine Wunde eingefangen, die einige Wochen zum Verheilen brauchen wird. Meister Li hat mir aber versichert, dass meine Verletzung vollständig verheilen wird. Es ist wirklich zu dumm, denn erst gestern hatte mir Lächelnder Berg eine ganz besondere Belohnung in Aussicht gestellt. Lächelnder Berg unterrichtet die Schüler im Gruppenkampf und gestern konnte ich euren Rekord für die Zahl der Gegner, die man zugleich bekämpft, brechen. Er meinte, dass ich mir eine Belohnung verdient hätte, wenn ich mit noch einem zusätzlichen Gegner fertig werden würde. Ich denke, er würde euch diese Belohnung ebenfalls anbieten. Mit mir würde er vermutlich genug Gegner zusammenbekommen, dass ihr euch an einem neuen Rekord versuchen könntet. Aber mit dieser Verletzung kann ich auf keinen Fall antreten. Meister Li hat sich um meine Wunde gekümmert. Ich glaube also, dass ihr nicht viel tun könnt. Es sei denn, ihr könnt den Lauf der Zeit beschleunigen. Mir fällt gerade ein, ich habe einmal von einem Gras oder Kraut gehört, das die Heilung fördert. Der alte Ming könnte mehr darüber wissen. Er kennt sich mit Heilkräutern aus. Ich glaube schon. Allerdings kann ich mich nicht mehr an den Namen des Krauts erinnern. Ich meine, es wäre ein seltenes Gras gewesen. Ich glaube, es war eine seltene Pflanze. Es ist also unwahrscheinlich, dass sie hier wächst. Aber ganz genau weiß es vermutlich nur der alte Ming. Wenn er nicht gerade die Schüler ausschimpft, weil sie ihm zu viel Lärm machen, ist er meistens unten am Strand und kümmert sich um die Statue von Kaiser Sun. Ich weiß, dass ihr viel zu tun habt, aber wenn ihr zufällig am Flussufer vorbeikommt, wäre ich euch dankbar, wenn ihr den alten Ming nach dem Kraut fragen könntet. Wenn ich Glück habe, weiß er, um welches Kraut es sich handelt. Und wenn das Schicksal es gut mit mir meint, weiß er auch, wo es zu finden ist.
Wenn ihr etwas kaufen müsst, dann lasst mich einfach wissen, wie viel ihr bezahlt habt und ich werde euch das Geld geben. Wieder trainieren zu können, ist mir durchaus ein paar Silber wert. Mit den neuen Schülern habe ich mich bisher kaum unterhalten. Der einzige, den ich besser kenne, ist Gao. Er und ich sind zur Übung schon oft gegeneinander angetreten. Häufig war er kurz davor, mich ernsthaft zu verletzen. Und andere hat er mit seinem aggressiven Kampfstil schon verletzt. Ich habe Meister Lächelnder Berg gesagt, dass mich das besorgt. Aber er hat mir geraten, Ruhe zu bewahren. Denn wenn ich meiner Wut freien Lauf lasse, bin ich nicht besser als Gao. Gerne. Was wollt ihr wissen? Wir alle liegen Meister Li sehr am Herzen, auch wenn er oft streng mit uns ist. Wie sehr er um meine Rettung bemüht war, nachdem mich der Zauber des Banditen verletzt hatte, zeigt doch, wie wichtig wir ihm sind. Ich habe gehört, dass der Anführer der Banditen Meister Li gekannt haben soll. Woher er ihn kannte, weiß ich allerdings nicht. Die Vorstellung, dass die Banditen nicht nur zum Plündern hier waren, ist wirklich beängstigend. Aber die Frage solltet ihr doch besser Meister Li stellen. Gerne. Ich weiß über das Reich nur das, was jeder weiß, aber einige der anderen Schüler werden euch bestimmt weiterhelfen können. Wen ist von uns allen am weitesten herumgekommen und Lin redet unablässig nur noch über Geister, was eine willkommene Abwechslung ist, denn dann tratscht sie endlich nicht mehr so viel über die anderen Schüler hier. Habt ihr Fragen zur Geschichte oder Philosophie, wendet euch nicht an die Schüler hier. Denn wenn ihr etwas über die Vergangenheit erfahren wollt, dann solltet ihr jemanden fragen, der sie miterlebt hat. Auf Wiedersehen! Oh, und wenn der alte Ming ein Mittel kennt, mit dem meine Wunde schneller verheilt, lasst es mich bitte wissen. Gut, dass ihr immer noch wohlauf seid. Die meisten sagen, ihr hättet viele der Banditen selbst besiegt. Sehr beeindruckend, weiser Schüler. Na, wer wohl? Gao der Geringe lässt sich doch keine Gelegenheit zur Angeberei entgehen. Wenn man Gao reden hört, dann hat er die Banditen allein verjagt. Aber ich weiß, dass ihr die meisten erledigt habt. Natürlich war es ein Glück, dass Meister Li da war, um den Magier zu übernehmen. Die Geschichte dieses Kampfes verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wie es aussieht, habt ihr sie mal wieder alle auf eurer Seite. Im Dorf und in der Schule seid ihr der große Held. Das hat er auch verdient. Wir sollten alle stolz auf ihn sein. Ich wüsste nicht, weshalb. Dieses Ungeziefer war wohl kaum eine echte Bedrohung. Ich habe selbst welche davon erledigt, nur eben nicht den Trupp am Ufer. Ich fand, sie hatten sich eine Gelegenheit zu feiern verdient. Also gab ich ihnen etwas Silber, damit sie sich amüsieren konnten. Sie hatten einen Banditen erledigt, der es wagte, mich von hinten anzugreifen. Genau das brauche ich. Männer, die mir den Rücken frei halten, ohne mir in die Quere zu kommen. Außerdem, was sind schon ein paar Banditen für einen mit meinen Fähigkeiten? Pure Zeitverschwendung. Ich bin nicht davon gelaufen. Ich habe die Banditen erledigt, die mir in die Quere kamen. Warum Zeit damit verschwenden, Ratten in den Sand zu stampfen? Es ist nicht meine Aufgabe, denen zu helfen, die zu schwach sind, sich selbst zu verteidigen. Ein Narr, wer sich auf diesen Weg begibt. Er hat kein Ende.
Opfer und Schwächlinge wird es immer geben. Und wenn man 1000 Leben lebt, es käme immer noch jemand und würde um Hilfe betteln. Ich sehe, was ihr euch davon versprecht. Aber lohnt sich das bei diesen schmutzverkrusteten Bäuerlein? Wohl kaum. Mich interessiert nur, was ich kann und was ich will. Die Sorgen der anderen kümmern mich wenig. Ihr werdet bald sehen, was ich kann. Und jetzt lauft zu eurem kostbaren Meister. Das Training geht erst weiter, wenn er mit euch gesprochen hat. Ah, ihr seid zurück. Ich hoffe, dass dieser bedauerliche Zwischenfall mit den Banditen keine Belastung war. Wir haben ein paar gute Leute verloren, aber weit mehr wurden gerettet. Allerdings muss ich eure Ausbildung jetzt beschleunigen. Diese Eindringlinge haben uns zufällig entdeckt, aber wie ihr schon vermuten dürftet, haben sie mit eurer Bestimmung zu tun. Ihr habt hart geübt und seid bereit. Euch kommt eine entscheidende Rolle in Ereignissen von großer Bedeutung zu, mein Schüler. Nachdem ihr aus der Geisterhöhle zurück seid. Da bin ich anderer Meinung. Gau? Was hat diese Störung zu bedeuten? Euer Lieblingsschüler ist nicht der Einzige, der gegen diese Gesetzlosen gekämpft hat. Ich stand vielleicht nicht wie ein Trottel mitten unter ihnen am Strand, aber ich habe meinen Teil beigetragen. Wenn ihr weniger Zeit darauf verschwenden würdet, ihn zu verhätscheln, hättet ihr mehrere vielversprechende Schüler, nicht nur einen. Das ist keine Frage des Bemühens, Gau. Hier sind Dinge am Werk, die ihr nicht versteht. Ich verstehe, dass dieser Schüler bevorzugt behandelt worden ist und dass ich darunter gelitten habe. Was auch immer in dieser Geisterhöhle sein mag, ich bin ebenfalls würdig, es zu sehen. Wenn er wirklich besser ist als ich, dann lasst es ihn beweisen. Ich fordere ihn heraus. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euch auf der Straße prügelt. Wenn es geschehen muss, dann tragt ihr euren Kampf im Ring aus, als eine angemessene Prüfung eurer Fähigkeiten. Gau, ihr beschränkt euch auf die Stile, die ich euch gelehrt habe. Mir ist bewusst, welch dunklen Unterricht euch euer Vater Gau der Große erteilt hat, aber derlei Magie dulde ich hier nicht. Mir werden die Hände gebunden, bevor es losgeht. Natürlich, wie sonst sollte euer geliebter Schützling gewinnen? Mein Schüler, ich vertraue nicht darauf, dass Gau ehrenhaft kämpfen wird. Überlegt euch eure Angriffe sorgfältig. Bereitet euch gut vor und kehrt dann zu mir zurück. Denkt an die Grundlagen. Sie werden euch gute Dienste leisten.
Der offensichtliche Pfad ist einfach und sicher. Doch wer ihn beschreitet, erhält den Lohn eines Kochs, nicht den eines Meisterkämpfers. Seit die Banditen da waren, lässt Lächelnder Berg uns in seinen Übungsstunden eure Techniken studieren. Was kann ich... Ich bin damit betraut worden, euch jede mir mögliche Anleitung zuteilwerden zu lassen. Allerdings liegen meine Einsichten eher im Bereich der Philosophie des Kampfes als in den Fähigkeiten selbst. Meister Li nimmt es sehr genau mit dem, was hier gelehrt wird, denn die Kunst des waffenlosen Kampfes ist ein Weg, der zu großer Macht führt und gewisse Risiken einschließt. Es geht nicht einfach um Gut oder Böse. Nur wenige Dinge im Leben sind so einfach. Man drückt es im Allgemeinen so aus: Folgt ihr dem Pfad der offenen Hand oder der geschlossenen Faust? Ein Begriff für den hohen Weg oder vielleicht den Pfad der Zurückhaltung und Harmonie. Er wird von vielen angestrebt, aber nur von sehr wenigen erreicht und ist ein Weg des Widerstands gegen die Tyrannei. Natürlich variiert die Ursache dieser Tyrannei. Sie ist gleichermaßen gefährlich, egal ob sie von außen oder von innen kommt. Tyrannei von äußeren Quellen ist leicht zu erkennen und zu bekämpfen. Jene zu verteidigen, die sich nicht selbst verteidigen können, wäre ein angemessenes Beispiel dafür. Aber wenn eure eigenen Fähigkeiten die der Leute um euch bei weitem übersteigen, so wächst die Versuchung, alles nur durch reine Macht regeln zu wollen. Das ist Tyrannei von innen. Ihr seid die Summe eurer Taten. Die Harmonie oder Disharmonie, die ihr verbreitet, liegt ebenso schwer auf euren Schultern wie ein physisches Joch. Aber es kann auch Vorteile geben. Gewisse Angriffsformen neigen innerlich zu dem einen oder anderen Extrem. Sie haben einen Rhythmus, der in euch hallt. Ihr könntet herausfinden, dass bestimmte Angriffe besser funktionieren, wenn ihr eher auf das Verursachen von Missklang aus seid. Wie ihr das für euch einsetzt, müsst ihr selbst herausfinden und entscheiden. Ich bin damit betraut worden, an wem seid ihr interessiert? Meister Li spricht nicht viel, daher möchte auch ich mich mit Worten über ihn eher zurückhalten. Ich habe noch keinen Lehrmeister gekannt, der ein solches Interesse am Wohl eines Schülers zeigte. Er sieht offensichtlich großes Potenzial in euch. Das möchte ich lieber nicht. Er wandelt ungeduldig auf dem niederen Weg und ich habe ihn schon vor langem ziehen lassen. Er ist rücksichtslos. Er sucht meinen Rat nicht, er lehnt ihn sogar ab. Gao ist zwar noch jung, aber er verfügt bereits über beeindruckende Fähigkeiten.
Meister Li hat versucht, ihn im Zaum zu halten, aber ich weiß, wie weit er gekommen ist. Er gebietet über mächtige Kräfte, aber er hat das Temperament eines Kindes. Meister Li spricht nicht viel, daher möchte auch ich mich mit Worten... Nur das, was sie mich wissen lässt. Eine sehr zurückhaltende Frau, obwohl sie schon sehr lange an der Schule ist. Ihr kennt sie wahrscheinlich besser als jeder andere hier. Es gibt einfach gewisse Dinge, um die ich mich allein kümmern möchte. Das soll keine Beleidigung sein. Nein, natürlich nicht. So ist eben eure Art. Und eher würde ich einen Leoparden zum Ablegen seiner Flecken auffordern, als euch zu einer Änderung. Sie hat große Fähigkeiten, setzt sie aber nur widerwillig ein. Wenn sie aus sich herausgehen würde, könnte sie sehr mächtig sein. Vielleicht ist es das, wovor sie Angst hat. Na gut. Aber es ist der Blick nach innen, der wahre Einsichten vermittelt. Ich lebte früher einmal in der Handelsstadt Phönixtor, aber jetzt ist mein Platz hier. Ich habe nichts, wohin ich zurück müsste. Das ist unwichtig. Es reicht zu wissen, dass ich dieses kleine Dorf den Versuchungen einer größeren Stadt vorziehe. Aber genug von mir. Was kann ich sonst noch für euch tun? Ich bin damit Lebt wohl. Ich bin hier, falls ihr etwas benötigt. Gau warte darauf, gegen euch zu kämpfen, mein Schüler. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, und ich lasse den Kampfring vorbereiten. Dann mögen die Kämpfer in der Arena gegeneinander antreten. Kämpfer, seid ihr bereit? Diese Herausforderung endet erst, wenn einer von euch kampfunfähig ist. Sie ist kein Übungskampf. Verletzungen sind möglich. Möglich? Ich würde sagen, sie sind äußerst wahrscheinlich. Meister, seid ihr sicher, dass das angemessen ist? Sie haben eine Auseinandersetzung. Und das ist der einzige Weg, sie mit Gewissheit zu bereinigen. Es wird ein ehrenhafter Wettkampf. Ich habe Gau verboten, die Magie seines Vaters einzusetzen. Ich habe ja gesagt, dass ihr es bereuen würdet, mir in die Quere zu kommen. Kämpfer, beginnt! Start! Ah, ihr seid zurück. Aller... Kämpfer? Meister? Sie haben eine Auseinandersetzung. Ich... Kämpfer? Start! Ah!
Himmlische Welle! Stark! Ich brei!